Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren. Ich improvisiere nicht gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen? Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden. Er ist hier irgendwo.
dankbar dafür sein, kämpfen zu dürfen. Nicht der Zeitpunkt für solche Worte. Reiß dich zusammen, Soldat! Du bist eine Schande. C43 gelassen. CF4 Fernrohr. Vierfache Vergrößerung. Nett. Aber keine Zeit für eine Probefahrt. Die Deutschen hatten mich, wie erwartet, gesehen.
Haltet die Augen auf. Jetzt wusste ich, wie ich Müller erwischen konnte. Mit einem guten Schuss vom Flakturm zu seinem Kommandoturm. Aber die Russen hatten sich genähert. Sie schnitten mich von meinem Aussichtspunkt ab. Ich musste die Frontlinie überqueren, an den angreifenden Roten vorbei und eine der am besten verteidigten Festungen in Berlin infiltrieren. Dafür trainiere ich. Nur ich, mein Gewehr und ein Ziel.